freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist wieder Barbara und ich möchte heute mit euch diese Valentinskarte machen oder einfach eine Karte, wo ihr einem lieben Menschen sagen wollt, wie lieb ihr ihn habt. Das ist für mich, also es ist eine Gucklochkarte und ich mache das total gerne. Und sieht jetzt so aus. Oder hier diese Variante. Und wie das funktioniert, das möchte ich gerne zeigen. So, was brauchen wir dafür? Wir werden halt diese Karte machen. Ich habe gearbeitet mit dem Stempelset Herzlich von der kompletten Serie von Herzen. Die habt ihr hier im Katalog drinnen. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Ideen noch dazu. Auch mit diesem wunderbaren Designerpapier von Herzen. Und den Herzstanzen, diesen zwei verschiedenen, einmal mit dem gewellten und etwas kleiner, dann das Herz kann man immer brauchen, Herzen sind immer interessant. Wie gesagt, gearbeitet habe ich auch mit diesem wunderbaren Designerpapier, auch von Herzen heißt es, da gibt es ganz süße Motive, ich mag das total gerne, ich hoffe man kann das so sehen. Natürlich alles mit Herzen in den Farben Glutrot und Flamingorot. Zusätzlich habe ich noch diese kleinen Herzen ausgestanzt mit diesen Stanzformen und zwar Herzregen. Da bekommt ihr quasi viele Herzen ausgestanzt. So wird das ausgestanzt. Das können wir dann auch noch irgendwann mal verwenden dazu. Und wir arbeiten eigentlich mit diesen ausgestanzten Herzchen noch dazu. So, wie funktioniert es? Zu einem habe ich mal eine Karte vorbereitet. Ich nehme Flüsterweißkarton in extra stark. Meine Karte, ich schneide mir sie immer in Inch zu. Das ist 8 Inch mal 5 3 Viertel. Das ist ungefähr jetzt... Und falls es bei 4 Inch, das sind jetzt da ungefähr 14,5 cm mal die 10 cm, glaube ich, ja genau. Aber das macht es einfach so, wie es für euch passt. Und damit ich das Herz da ausgestanzt bekomme, werde ich einfach einmal zuerst hier das Herz einmal ausstanzen. Ich lege einfach meine Stanze direkt an der Kartenunterseite und stanze es aus. So. Ihr könnt es natürlich schon vorher bestempeln. Ich mache das jetzt extra, weil wie ich mich kenne, verhunze ich es dann wieder. Also bestempel ich das dann meinen Gruß zum Valentinstag für dich auf ein extra Stück Papier. So. Verwendet habe ich eigentlich nur Glutrot diesmal. Da kommt dann zum Valentinstag für dich, habe ich hier aus dem Stempelset. Hier habe ich jetzt einfach nur ausgestanzt dann von dem Designerpapier. So, mal stempeln. So. Jetzt mal kurz zur Seite, sonst fahre ich da wieder rein mit meinen Fingern, die sind eh schon ganz rot. So, und jetzt habe ich hier mal ein ausgestanztes Herz und ich möchte natürlich auch diese Umrandung da haben. Das funktioniert so, dass ihr zuerst einmal das Herz ausstanzt mit von dem Designerpapier, was euch gefällt. Ich stanze jetzt einmal das Herz aus. Und gehe anschließend mit der Stanze hinein, mit dieser Wellenstanze, mit der Herzwellenstanze. Und stanze, jetzt muss ich das ein bisschen zumindest, sonst sehe ich das jetzt nicht. Und stanze es nochmal aus und damit sind nur die Umrisse. Seht ihr das? So, ich habe das jetzt quasi jetzt dann nur
Die Umrisse ist jetzt ausgestanzt. Das klebt jetzt hierher. Da muss man das ein bisschen noch kletten. So. Der Rückseite. Einfach nur ein paar Punkte mit dem Multikleber. Wenn er geht. Nicht zu viel, sonst habt ihr dann den Kleberrand außen, weil das ist jetzt wirklich ein bisschen tricky. So. Und jetzt klebt ihr dieses ausgestanzte Herz, die Umrandung hier drauf. So. Und könnt ihr es noch ein bisschen dann verschieben, dass wir mal schauen, ob das dann gut passt dann. Perfekt. Auch ohne viel Patzen. So. Gut. Das wäre mal das Erste. Dann natürlich mein Herz. Ich habe gesagt, ihr könnt das gleich direkt ausstanzen, aber ich habe es jetzt auf einem Extrapapier gemacht. Damit es sicher ist. So, und das wird jetzt auch ausgestanzt. Mal schauen, ob das jetzt passt von der. So, links, rechts der Rand. Sollte eigentlich passen jetzt. Auf der Kamera sehe ich das jetzt nicht. Ich muss das ein bisschen zu mir halten. Ups. Sollte passen. Und dieses Herz klebt ihr dann da hinein. Entweder gleich direkt mit dem Kleber. Ihr könnt aber natürlich das auch, dass es ein bisschen heraussteht, das mit den Dimensionals kleben. Ich gebe jetzt einfach einmal drei Dimensionals da hinein. Und klebt es diesmal jetzt nicht direkt, sondern eben einfach, dass es ein bisschen heraussteht. So, und jetzt muss man es schön positionieren. Und dann die Karte aufmachen. So. Jetzt habt ihr dann wirklich dieses Herz da so. Und jetzt in dem Fall jetzt noch ein bisschen abstehend. Gut. Als nächstes habe ich dann meinen Pfeil. Da ist es am besten, ihr legt euch diesen Pfeil direkt auf eure Unterlage drauf oder auf ein Lineal drauf und dann erst den Clearblock drauf oder ihr arbeitet mit dem Stemperatus. Das ist natürlich dann noch einfacher. Gut. Jetzt kommt mein Pfeil. Und ich muss jetzt da ein bisschen wieder drüber schauen. Ich hoffe, dass ich das dann gerade hinbekomme oder ohne, dass es in meinem Kopf sitzt. Perfekt. Und innen werde ich jetzt auch noch stempeln etwas. Und zwar das Bussi. Bussi, Bussi, finde ich total süß. Das werde ich jetzt hier auf die Ecke da stempeln. So. Als nächsten Schritt werden wir einfach nur noch verzieren. Und zwar kommen da, wo ich gesagt habe, jetzt diese Herzchen dran. Die könnt ihr auch das große Herzchen zum Beispiel jetzt mal hier entweder mit Multikleber oder auch mit Dimensionals ankleben. Ich werde das eine jetzt mal mit dem Dimensional ankleben. Und die anderen zwei einfach mit dem Multikleber. So. Einmal hier und einmal hier. Das heißt, ich gebe einfach einen kleinen Punkt da drauf auf meinem Pfeil.
Und dann verwendet es am besten diesen, wie heißt denn dieses Ding wieder? Positionierhilfe? Nein. Mal so ähnlich. Aufhebhelfer, glaube ich, heißt das, oder? Ja, Aufhebhelfer. Da habt ihr nämlich so eine Knetmasse dran. Damit könnt ihr euer Herzchen oder was ihr immer aufkleben wollt, nehmen und dann drauf geben. Das funktioniert super. So. Dann wir das noch ein bisschen positionieren. Ich hätte auch ein kleineres nehmen können. So, innen möchte ich jetzt auch noch ein paar von diesen Herzchen aufkleben. Nehme ich jetzt einfach ein paar Pünktchen. Muss vielleicht noch mal was machen. So, und dann kommen wieder die Herzen. So. Also das ist jetzt, hier ist da so eine kleine Knetmasse drauf. Das kann man dann auch aufdrehen und das kann man wunderbar damit dann verwenden. Und dann wird das klebt dann auf dem Herzchen oder auch, wir werden es dann hier noch verwenden, mit den wollte ich euch nur zeigen, wo habe ich es jetzt hingelegt? Mit diesen schönen Steinchen, mit diesen facettierten Steinchen, die werden wir dann nämlich auch so dann noch mit dem Aufhebhilfe positionieren. Das funktioniert perfekt. So. So, einen brauche ich dann noch. So, dann werden wir noch ein kleines Herzchen nehmen. Sehr gut. Gut. Dann habe ich genommen, ihr könnt ein Band nehmen, bei hier habe ich jetzt mal dieses rote Band genommen, bei dem nehme ich meinen silbernen Faden, den mag ich ja total gerne, und wickel den rundum und um die Karte ein paar Mal, ich glaube ich habe das so fünfmal gemacht, vorsichtig, dass es nicht dazwischen reißt. So. Schiebt ihr das einfach da so runter, um das Ganze drum herum, macht nur einfach einen Knoten da. Wie gesagt, seid ein bisschen vorsichtig mit dem Band, sonst reißt das, weil es ja nicht dafür gedacht ist, sondern wirklich nur als Hintergrund, ein bisschen zur Zierde, so. Das muss passen. So, und dann werde ich wieder verzieren und das Ganze einmal mit einem größeren Herzl, wieder mit dem Dimensionals, mit habe ich das gleich in Position gebracht, wenn ich da drauf ein Dimensional klebe. So. Und mein Herzchen, dann kann da nichts mehr verrutschen. So. Und jetzt nehme ich meine Steinchen, die sind da hübsch, die sind auch in den Farben, in dem Glutrot und Flamingorot, ein helles Rot und ein Weiß noch dazu. Und die haben dann noch so einen hübschen Stein da oben drauf, die sind ein bisschen größer, als wir sonst immer diese Steinchen haben und finde ich super schön. Da werde ich ein paar rausnehmen, kommen dann nur die großen raus. So. Und das mache ich jetzt ganz nach Belieben, einfach ein paar Punkte, Klebepunkte da drauf geben mit dem Multikleber und dann nehme ich wieder diesen auf
Abhebhilfe und werde es dann draufkleben. So. Gut. Sieht schon, das dauert natürlich am längsten, dieses Verzieren. Meistens bei so einer Karte. Aber wenn wir das dann fertig haben, schaut das total nett aus und es gibt noch einmal ein bisschen einen besonderen Touch. Wenn ihr das jetzt nicht habt, diese Aufhebhilfe, dann sage ich euch auch noch einen kleinen Trick oder zeige euch, wie ich es sonst mache. Ihr nehmt einfach da dieses Steinchen mit dem Finger auf und klebt es dann direkt hin. Das funktioniert auch perfekt. Da brauche ich vielleicht noch ein bisschen einen Kleber. Muss man mal aufpassen, dass nicht zu viel dann rauskommt. So, da habe ich jetzt zu wenig gehabt. Und so ganz nach Belieben könnt ihr das dann eure Steinchen dann aufkleben. Sehr gut. Dann muss man halt immer nur schauen, dass man die Unterseite, dass man wirklich nur die Oberseite hat. So. Das wäre es schon für meine Karte diesmal. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch da eine Kleinigkeit zeigen. Das ist jetzt meine Gucklochkarte oder auch hier. Und ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr mir den Daumen hoch gibt auf YouTube. Dankeschön. Ciao.